Hi, oder was geht ab, Leute? Hunger. Vor dem Fire Dragon, krasses Kasuga. Das check ich gleich ab mit ein paar Freunden. Aber wir haben auch ein paar Neuigkeiten. So, ein neues Event wurde angekündigt: Adventure Week, auch bekannt als Rock Event. Dazu mehr. Aber jetzt erstmal essen. So, das war's. Stark gewinnt. Relativ saftig. Wie hast du? Dann bist du denn zu voll, um jetzt über das Event zu gehen? Wir sehen uns später. So, nach dem Essen geht's erstmal scannen. Auf Wunsch von Fabi. Da ist kein Platz, du Affe. Auf geht's. Erster Stop, Galaxo. Das geht an dich, Felix. Ein Galaxo mehr. Ein Kollege, mit dem ich mich gerade battle, wer mehr Galaxos hat. Und saftig einen mehr. Fabi übermotiviert. Ich habe vergessen, was. Lavita, ja, genau. Von einem Lavita. Also, ich kenne den Weg nicht. Ich hab fast geklickt, schon hier. Achso, ist es schon hier? Ja, ich hab's. Oh, warte, der Screen Recorder an. Ja. Nicht klicken. Nicht klicken. Und. Great. Man hätte mich von der Straße bekommen, wahrscheinlich. Saftig, und es sind irgendwie noch drei weitere Galaxos auf der Map. Heute geht der Top Swan ab. Wo? Direkt? So, nächstes Galaxo. Wir haben uns ein bisschen verfahren, ein paar Sachen verpasst, aber die Map geht gerade richtig ab. Es waren, glaube ich, vier Galaxos dort gleichzeitig. Hyterga, Lavita ist auch wieder reingekommen. Die Map geht gerade richtig ab. Und jetzt Galaxo Nummer 2, Felix. Das heißt, ich bin. Also falls ich ihn kriege, zwei Galaxos vor dir. Moment. Ich muss mal die Kamera kurz abstellen. Ich weiß nicht, wo die Jungs bleiben. Es ist gleich hier. Saftig, saftig. So, jetzt können wir über das Event ein bisschen reden. Also, ab übermorgen, 18. glaube ich, Rock Event. Vierfach Candy für dein Buddy. Also vierfach weniger. Mal schauen, mit wem ich laufen werde. Die Jungs, habe ich gehört, laufen mit Lavita und Galaxo. Ich glaube, ich ändere meinen Buddy nicht. Lavita, kurz vor 1000. Wieso leidet ihr, Jungs? Was hältst du vom Event? Was mit mir? Was hältst du vom Event? Ist cool. Besser als nichts. Aber also, ich muss echt sagen, das ist ein bisschen zu früh schon, finde ich, ehrlich gesagt. Nach dem Gras-Event, aber das war ja nur relativ kurz. Ja, aber also trotzdem. Erhöhte Rock-Pokémon. Wir hoffen natürlich auf Lavita und
Jupiter und Co. So wie beim Wasser-Event mit Trattini. Ihr wisst, ich bin wieder am Start. Die Jungs diesmal sogar auch. Die sind im Scanner-Fieber. Ansonsten Rock-Pokémon, was noch interessant? Rihorn. Hoffentlich Lavita. Rihorn, ja. Und dann natürlich Aerodactyl. Ihr wisst, 100% Aerodactyl ist auf meiner Wunschliste. 6 Uhr morgens läuft. Aber diesmal bin ich bereit. Diesmal verpasse ich es nicht so wie das Tangela. Das geht an dich, Birgit. So, nächstes Ziel. Lavita. Ich hab schon, die Jungs müssen noch laufen. Hoffentlich beim Event mehr Lavitas, da der ja auch Rock ist. Wir werden sehen. Ansonsten noch interessant ist mir eingefallen. Also Onyx nicht, der ist einfach nur cool, aber Kleinstein. Kleinstein ist softig. Oh mein Gott. Und was gibt's noch? Ammonitas Kabuto haben die angekündigt. Der Ammonitas kam schon genug beim Wasser-Event. Kabuto aus irgendeinem Grund, obwohl der auch Wasser ist, Gesteinwasser, beim Wasser-Event nicht erhöht. Ansonsten, erstmal hier Lavita gefangen. Gibt's eigentlich nicht viel zu erzählen zum Event. So, ein paar Topswans genommen, gefangen. Und mich von den Jungs verabschiedet. Das war's zum Event. Was gibt's noch? Doppel-Items aus den Pokestops. Gab's schon mal. Nichts Besonderes, aber jetzt mit den mehr Entwicklungs-Items, die droppen sollen. Für Spieler, die noch welche brauchen, bestimmt gut. Ansonsten Beutel auffüllen in der Woche. Also, das war's. Nochmal kurz zusammengefasst. Event fängt am Donnerstag an. Circa 22 Uhr, so wie immer. Hält eine Woche lang. Und es gibt mehr Items aus den Stops. Vermehrt mehr Rock-Pokémon. Wie unter anderem Ammonitas, Kabuto und Aerodactyl wurden extra genannt. Mit dabei wahrscheinlich auch Rihorn, Onyx, Kleinstein, sowas. Kleinstein sehr interessant für mich. Ansonsten möglicherweise Lavita, wir hoffen es natürlich, aber eher unwahrscheinlich. Und dann natürlich Buddy-Pokémon, wie man es nimmt, halt viermal weniger laufen für ein Candy, beziehungsweise viermal mehr Candies für dieselbe Strecke. Sehr saftig, muss man schauen, mit wem ich laufe. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Event haltet. Auf was für Rock-Pokémon freut ihr euch? Ich natürlich auf 100% Aerodactyl. Ansonsten habe ich eigentlich alle. Und mit welchem Pokémon werdet ihr laufen? Ich weiß es noch nicht. Ich lasse es wahrscheinlich bei Lavita. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.